Sag mal, liegt es nur an mir oder sehe ich praktisch überall, wo ich hinsehe, in Wohngegenden verwahrloste Spielplätze? Also ich meine jetzt wirklich so Wohngegenden, die vielleicht vor 10, 20 Jahren entstanden sind, wo Spielplatz angelegt wurde, da war Geld. Und von da aus werden die komplett sich selbst überlassen. Hinter mir ist nämlich so ein Beispiel. Und ich habe den Eindruck, so sehen hier in der Gegend viele Spielplätze aus. Schreib mal in die Kommentare daher, ob du das kennst. Maximchen ist auch hier. Du würdest hier auch gerne schöner spielen, aber ja, schau dir es an. Palmenblätter, dreimal so groß wie der kleine. Und da, was noch übrig ist, was noch irgendwie funktioniert, wird umwuchert mit großen Unkraut, was hier überall wächst. Und ja, das ist die Schaukel. Viel Spaß. Sieht ja sehr einladend aus. Also hier kann man noch drauf sitzen, auf diesem rostigen Teil. Es ist wirklich rostig. Das hier hat es zerlegt über die Zeit und sich selbst überlassen. Da vorne der Tisch, ich weiß nicht, was das mal war. Das stand hier auch mal in der Mitte, den haben sie jetzt zur Seite gezogen. Weil der kleine Maxim und die kleine Alisa, die Schwester, hier in Fußreichweite wohnen, habe ich mir gedacht, die verdienen einen schönen Spielplatz. Es gibt hier den Ort, man muss hier mal ordentlich aufräumen und vielleicht ein paar Sachen entfernen, neu aufstellen. Und das ist meine Mission hier, das will ich mal hier noch in dem Video festhalten. Und ich möchte auch nach deiner Meinung fragen. Wir haben hier also dieses Gestell für die Schaukel. Kann man das noch retten? Offensichtlich muss man da alle Schaukeln austauschen. Man hat hier diese Schaukelpferde. Ich denke mal, die sind noch gut. Alle Griffe sind auch dran. Aber soll das wirklich alles sein? Gehört hier noch was anderes hin? Schreibt mal in die Kommentare. Hier ist noch ein bisschen mehr Platz. Sollte ich auf Amazon gucken, was man da für den Garten bestellen kann, um hier was hinzuordern? Also lass mich auch deine Ideen wissen. Heute ist hier der Anfang. Ich will hier was ändern. Wir haben zu Hause keinen Rasen, aber ein paar Geräte habe ich trotzdem mitgenommen. Eine kleine Schaufel, eine Schere und eine Astschere. Und damit will ich hier erstmal aufräumen, damit die Kinder hier überhaupt lang gehen können. Zum Beispiel solche Bierdosen weg. Mülleimer gibt es nicht. Ist das vielleicht was ich hier auch hinzufügen muss? Also ich würde sagen, los geht's, damit der kleine Max hier demnächst auch wirklich Spaß haben kann beim Spielen. So, das Ganze haben wir heute zusammengesammelt, ist aber noch jede Menge mehr zu tun. Es ist aber ein heißer Tag, es sind fast 30 Grad und ich denke, ich mache mal hier beim nächsten Spaziergang oder bei den nächsten Spaziergängen einfach weiter. Plus ich bestelle mal mindestens etwas Neues für die Schaukel und überlege dann so, was es noch so gibt. Aber deswegen weiter an einem anderen Tag. Es ist ein neuer Tag und wir sind zurück auf dem verlassenen Spielplatz. Diesmal habe ich Alisa mitgenommen zur Verstärkung und die Junge hat sich hier was geändert. Ich zeige es dir gleich mal. Ich hoffe, man sieht es hier wirklich auch auf dem Video. Es war einiges an Arbeit, aber ich denke, es hat sich schon mal gelohnt. Und das, was sich hier geändert hat, meine ich erstmal hier den Boden. Man kann hier endlich wieder zwischen die ganzen Wippen und Schaukeln und kann hier rumflitzen, ohne durch das Unkraut hier zu müssen. Und Alisa gibt hier schon mal alles. So, aber dahinter sehen wir noch die große Baustelle. Und damit meine ich hier die alte Schaukel, die offenbar auf ihren letzten Löchern pfeift. Also hier war so eine Wippe und die ist ja schon auseinandergefallen. Ich habe heute ein bisschen Werkzeug mitgenommen. Wir versuchen, das hier oben mal abzumachen. Vielleicht können wir jetzt irgendeine Möglichkeit finden, das zu reparieren. Durch den Rost ist es hier tatsächlich ausgerissen. Und da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Ich habe ein bisschen was dabei. Und Nummer zwei ist diese letzte Schaukel, die hier dran ist. Und ich weiß nicht, wie gut du es erkennen kannst. Die Kette ist super rostig. Die Schaukel funktioniert eigentlich noch, aber wollen wir die hier noch dran lassen oder schmeißen wir die weg? Und das ist hier eine Schaukel aus rotem Kunststoff für Kinder mit Seil dran. Dann haben wir noch ein tolles Kletterseil, auf dem man raufklettern kann. Und eine Kleinkind-Babyschaukel. Also die wäre für den Maxim genau richtig. Alles hier aus Kunststoff, alles hier mit Seil. Soll ich das komplett ersetzen mit dem, was jetzt da dran ist? Wer hätte das gedacht, nach all den Jahren geht diese alte Wippe einfach so ab mit ein bisschen Lidl-Werkzeug vom Supermarkt. Also ich gebe hier wirklich mein Bestes mit dem, was ich habe, aber das ist schon mal ein absolut guter Start. Machen wir uns an die nächsten.
So, ich glaub's nicht. Es hat sich tatsächlich alles lösen lassen. Jeder einzelne Haken an diesem rostigen Schaukelgestell ging mühelos ab. Und das heißt, jetzt ist Zeit, die neuen Schaukeln aufzuhängen. Alisa, welche Schaukel sollen wir zuerst aufhängen? Die rote Schaukel, das Kletterseil oder die Babyschaukel? Kletterseil? Oh. Will Alisa das aufhängen? Kommst du schon bis nach oben dran? Nein, geht nicht. Warum geht es nicht? Weil es dann noch klein ist. Ist Alisa zu klein? Das geht nicht. Oh ja. Musst du noch wachsen? Ja. Mhm. Probieren wir später nochmal. Soll Papa es heute anschrauben? Mhm. Gut. Und? Ja. Papa, ein Wurm. Los geht's. Junge, Junge. Oh nein, Alisa, es ist nicht hoch genug. Wir müssen es an den Baum hängen, hm? Ist der Baum vielleicht über uns hoch genug? Ja. So, wir haben das Kletterseil, was aber noch an den Baum soll. An die Stelle soll sowieso die Wippe, die wir noch reparieren wollen, aber die erste Schaukel hängt schon mal. Und genauso gut machen wir jetzt weiter mit der Babyschaukel, Schaukel Nummer 2. So, den Platz habe ich wieder freigemacht und einen neuen Ort für das Kletterseil gesucht. Es ist aber immer noch zu lang. Und dann brauchen wir sowieso einen höheren Baum. Ist der vielleicht höher? Das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Aber für heute schon mal der erste Erfolg. So, Alisa, guck, was ist denn da? Für wen ist die Schaukel denn? Für Baby. Ja. Für Baby, das ist für den mittlerweile zweijährigen Maxim. Maxim ist schon ein Kind wie Alisa. Aber ich würde sagen, ein super Erfolg für diesen Sonntagvormittag hier auf dem verlassenen Spielplatz etwas Leben eingehaucht zu haben. Jetzt ist das Ganze nicht nur deutlich sauberer und wieder benutzbarer, als wir es vorgefunden haben, man kann auch tatsächlich damit spielen. Also ich hoffe, ihr habt schon ein paar Vorschläge gemacht, was hier noch fehlt, weil das wäre dann sicherlich das nächste Video. Was kaufen wir hier noch? Was muss hier noch unbedingt hin? Und dürfen wir das überhaupt, was wir heute gemacht haben, auf dem verlassenen Spielplatz irgendwas demontieren, um Spielgeräte zu ersetzen und Neueres hinzumachen, ist ja eine gute Absicht. Aber ich weiß ja noch nicht mal, wem gehört der Spielplatz? Gehört er der Stadt? Gehört das ein Anwohner? Ich habe hier jedenfalls, seitdem wir hier wohnen, noch nie ein Kind gesehen. Wer auch immer das gemacht hat, benutzt es jedenfalls nicht mehr. Und das wollen wir hier schließlich ändern. Es ist ein weiterer Tag auf dem verlassenen Spielplatz. Heute bin ich alleine hier, weil ich habe ein bisschen Werkzeug mitgebracht. Und jetzt möchte ich mal wirklich versuchen, diese Wippe hier anzubringen. Ich habe eine Handsäge mit. Ich hoffe, ich komme hier durch dieses Material damit durch. Und einen Bohrer, um ein neues Loch zu bohren. Weil diese Befestigung hier, die ist definitiv ausgerissen. Also wir haben bessere Zeiten gesehen. Und jetzt wollen wir sehen, ob die Wippe noch zu retten ist. So, das ging ja schon mal gut. Das hier ist auch mein größter Metallbohrer, die ich zu Hause habe. Ich weiß nicht, ob es reicht, um die Schraube durchzukriegen, die in der Schaukel ursprünglich war. Finden wir es raus. Tatsächlich passiert, was ich angenommen habe. Die Schraube ist zu dick als mein Bohrer. Was machen wir jetzt? Kriegen wir es noch irgendwie ein bisschen größer? Ich probiere mal was. Gute Nachrichten. Seite Nummer 1 ist fest. Gute Nachrichten, nach wer weiß wie vielen Jahren wippt die Wippe zum ersten Mal wieder auf dem verlassenen Kinderspielplatz. Eine Aufgabe haben wir heute noch. Das Seil habe ich letztes Mal provisorisch festgemacht. So soll es nicht bleiben. Das wollen wir besser festmachen und höher festmachen, damit es erst gar nicht auf dem Boden hängt. Netterweise hat irgendein Handwerker seine Leiter hier stehen lassen. Die steht schon seit einer Woche da. Die können wir jetzt einfach mal gebrauchen, um hier einen schöneren Aufhängepunkt zu finden. Also ich glaube, das ist ein super Ergebnis, was wir geschafft haben. Wir können stolz auf uns sein. Wir haben einen Platz für das Kletterseil gefunden. Und dann haben wir die alte Wippe wieder angebracht, nach wer weiß wie vielen Jahren, wie hier kein Kind drauf war. Wir haben neue Schaukeln. Was ich dabei aber gemerkt habe, also ja, du reparierst eins und findest das andere. Hier,
Also das ist mal definitiv nicht mehr in der Erde drin. Vielleicht ist das hier unten einfach abgerostet. Ich weiß nicht, wie das ursprünglich befestigt war. Gibt es hier Handwerksprofis, die hier zuschauen? Was könnte man da machen? Vielleicht irgendwie so ein Rohr rein und das dann mit Beton füllen oder Zement, irgendwas in der Richtung? Schreibt mir mal ein paar Tipps in die Kommentare. Also ich bin froh, dass Alisa und Maxim jetzt hier einen Spielplatz in der Nähe haben, den sie zu Fuß erreichen können. Und ich bin auch gespannt auf eure Kommentare. Mal sehen, was wir hier als nächstes planen können. Haben wir Platz, um hier noch irgendwas unterzubringen? Ich würde sagen, wir sehen uns gleich noch mit dem nächsten Spaziergang mit den Kindern hier hin. Dann filme ich mal die Reaktionen und wir schauen, ob sich die ganze Mühe gelohnt hat. Alisa und Maxim sind zum ersten Mal zusammen auf dem verlassenen Spielplatz. Ja. So haben wir es uns vorgestellt. Kinder, die schaukeln können und mit den Puppen spielen. Alisa, willst du mal auf die Wippe mit Maxim? Oh, oh, oh. Gerade noch mal gut gegangen. Gerade noch mal gut gegangen. Mickey Maus nicht so sehr, aber Maxim, alles in Ordnung. Na komm, probieren wir mal, euch beide da drauf zu setzen. So schön, nach wer weiß wie vielen Jahren schaukelt die Wippe mal wieder. Und Maxim und Alisa haben was zusammen zu machen. Hm? Alisa, ist das lustig? Hui. Wie hoch kommt die Alisa? Papa, ich fange nach Hause den Motorrad, okay? Okay, Papa? Okay. Maxi, wer ist schneller? Oh, hier geht's ja wild zur Sache. Alisachen und Maxim geben beide Gas. Wow, Alisa. Und wer ist denn hier? Oh, oh, auf dem Pferdchen, der kleine Maxim. So, also ich würde mal sagen, voller Erfolg. Das hat sich gelohnt, hier ein bisschen was zu machen. Vielleicht kommt ja demnächst noch mehr. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und wir spielen hier erstmal weiter. Habt eine großartige Woche. Ciao, ciao.